Hallo. Ja, nachdem wir nun schon 8 wirklich extrem gute Vorredner gehört haben, bin ich ein bisschen am Zweifeln, ob es wirklich so eine gute Idee war, mich hier noch auf die offene Liste zu setzen. Aber zum Glück, das ist noch ein bisschen niedrig, zum Glück habe ich einen Text mitgebracht, der praktisch für so eine Wettkampfstresssituation geschrieben wurde. Allerdings ist er nicht zuletzt deshalb etwas kurz geraten, weshalb ich eine kleine Vorgeschichte erzählen möchte, nämlich vom Dichter, der nicht lernen wollte. Samstagabend in Ulm ist ein Dichterwettbewerb. Amateure, Profis, womöglich geht's auch noch perfekter. Macht nichts, denkt der Neuling, bin halt ein Unentdeckter, kann sicher nicht schaden, wenn ich mich bewerb. Das ist doch alles Frage der Erfahrung. Im Zuschauen versteht sich. Darin bin ich geübt. Willst du eine doch eher gute Platzierung, musst du was bringen, das richtig gut zieht. Ab da wird die Sache dann echt kompliziert. Denn auch wenn das Ziel klar anvisiert, dauert's nicht lang, bis man kapiert, dass ein gutes Thema nicht allein dominiert, sondern die ganze Erscheinung koexistiert. Bevor man also den geringsten Erfolg zelebriert, aufgepasst, dass man nicht zu viel begehrt. Zum Beispiel sich fragt, wie man das Wort masturbiert, weil Sex gut ankommt, in den Text integriert, denn allzu billig wird kein Reim akzeptiert, erst recht nicht im Dutzend und alle auf iert. Das ist genauso öde wie unkompliziert. Darum, bevor ihr daran die Lust verliert, sei an dieser Stelle rasch präzisiert, dass beim Slam ganz schnell kapituliert, wer sich nicht aufs Wesentliche konzentriert. Das Wesentliche. Na dann, mal los. Die Frage bleibt, was ist das bloß? Stellen werden Sie ihn seiner Unkenntnis wegen, also vorher gründlich Überlegenheit, kann dann erst entstehen, wenn die Grundlagen von alleine gehen. Als Beobachtung sei darum zunächst betont, dass selbst der dümmste Text mit Applaus belohnt, wird er nur selbstsicher und witzig dargeboten, gehört der Sieg auch schnell einem Reimidioten. Das ist doch schon mal eine gute Strategie. Idiotisch immerhin auf eine Bühne zu gehen, selbstsicher in Tonfall, Wort und Melodie, so wird man den flachen Inhalt übersehen. Darum führt der zweite Schritt der Beobachtung direkt zur praktischen Umsetzung. Und wie wirkt ein Auftritt sicher und lebendig? Na klar, lern den ganzen Text auswendig. Denn bist du nicht ein alter Hase, gelassen, cool und völlig abgebrüht, fliegst du schon deshalb auf die Nase, weil man jedes Zittern sieht. Na gut, denkt sich der junge Dichter, dann verzichte ich eben auf den Zettel, schau stattdessen in eure Gesichter, mag er beginnen, der Dichtungsbettel. Dann wird's aber Zeit für Nägel mit Kopf. Los, du Reimkoch, wo bleibt die delikate Idee? Per Vers, Maßbecher dosiert die Worte in den Topf. Gut würzen, denn Ulm ist Reimgourmet. Kurz noch die Rahmenbedingungen klären. Die werden so 6 Minuten zum Reden gewähren, 100 Worte pro Minute, grob geschätzt, macht 600 auswendig, was gar nicht fetzt. Also ganz langsam sprechen. Worte reduzieren. Dann können schon mal weniger Fehler passieren. Das alles am besten noch mehrfach verwenden und keine Lernzeit an Vokabeln verschwenden. Das drückt die Sache auf 300 Worte maximal. 300 Worte noch, das wird fatal. Also doch mit Zettel auf die Bühne gehen, nur bei Bedarf man da wohl mal drauf sehen. Doch sollte man sich bloß nicht versehentlich, kann sowas schon mal geschehen, verrutscht in der Zeile oder das Blatt kopfüber. Beginnt man am Schluss, ist der Text schon vorüber. Ach, wer cool bleibt, ist davon nicht bedroht. Doch die Not kommt schnell, bringt dich aus dem Lot. Schon sitzt man im sinkenden Boot und stirbt im Sturm des Spottes den Dichtertod. Zu jung zum Sterben, denkt der Poet. Wer die Gefahren kennt, der umgeht den Hohn, kann alles im Vorfeld klären, mit einfachen Mitteln als da wären.
Zunächst wird raffiniert an Worten gespart. Den Titel nehme man als erste Zeile gleich, so wird Faulheit mit Konzept gepaart und sogleich folgt schon der nächste Streich. Um dem Zettelrisiko zu entrinnen, spiegelt man einfach den Text ab der Mitte. Dann kann man getrost auch von hinten beginnen und nutzt gleich jedes Wort doppelt. Na bitte. Nach getaner Arbeit auf dem Weg zum Saal kam die Angst jedoch. Vor lauter Restriktionen gingen Wortspiel, Raum und Menge verloren. Zu spät. Augen zu, jetzt bleibt keine Wahl. Gedicht vom Dichter, der nicht lernen wollte, Hörer der hohen Bedeutung Worte, der grübelt darum und weiter fehlt die Einsicht. Einsicht, die fehlt weiter und darum grübelt der Worte Bedeutung. Hohn der Hörer wollte lernen nicht, der Dichter vom Gedicht. Dankeschön.